Sieht dein Zimmer auch so weird aus? Architekt Dave richtet eure crazy Zimmergrundrisse ein. Das Zimmer von Emily würde ich als wilden Ritt bezeichnen. Das Bett hat zwei gefährliche Türen im Rücken, genauso wie der Schreibtisch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir stellen den Schrank in diese obere Zone. Hier ist durch die beiden Türen einfach viel zu viel los. Da sollte Bett und Schreibtisch sehr weit weg von sein. Stichwort Schreibtisch. Der könnte zum Beispiel hier ganz weit weg von den Türen hin platziert werden. Aber das Problem wird dadurch nur aufgeschoben. Die Türen sind weiterhin in deinem Rücken und geben dir ein komisches Gefühl. Darum einfach an die andere Wand stellen. Mit diesem Sessel beruhigen wir den oberen Bereich nochmal ein bisschen. Beim Ankleiden kannst du dich dann dort einfach hinsetzen oder all deine Kleidung einfach draufwerfen. Du Dreckspatz. Ein Sideboard stellt man niemals direkt neben ein Fenster. Da man dort ja meistens den Fernseher draufstellt, wird man einfach nur durch das Fenster dabei geblendet. Darum einfach hier oben hin. Gleich kommen wir noch zum Wichtigsten, aber davor das Bettchen. Das kommt natürlich hier unten hin, weit weg von den Türen. Jetzt das Wichtigste, das Nachttischchen. Habt ihr auch sehr komische Grundrisse? Schickt sie mir gerne per DM und seid bei der nächsten Folge.